Abschied von Guido Westerwelle. Familie, Freunde und Weggefährte sind in die Basilika St. Aposteln am Neumarkt in Köln gekommen, um bei einem ökumenischen Trauergottesdienst des verstorbenen FDP-Politikers zu gedenken. Neben Bundespräsident Joachim Gauck und Bundestagspräsident Norbert Lammert ist auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Stadt am Rhein gekommen. Ihre Beziehung zu Westerwelle galt als freundschaftlich. Ich werde Guido Westerwelle nicht nur als überzeugten Anwalt des Liberalismus vermissen, einen der besten Redner, die der Deutsche Bundestag erlebt hat. Ich werde Guido Westerwelle nicht nur als deutschen Patrioten und überzeugten Europäer vermissen, der mit Herz und Leidenschaft für Frieden und Menschenrechte gekämpft hat. Lieber Guido, ich persönlich werde dich als Menschen und Vertrauten vermissen. Gestaltet wird der Trauergottesdienst von dem Bevollmächtigten des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland, Martin Dutzmann, und dem Leiter des katholischen Büros in Berlin, Karl Jüsten, einem Freund Westerwelles aus Kindertagen. Die Schauspielerin Veronika Ferres liest aus dem Paulusbrief der Römer, Sängerin Vicky Leandros singt eine leicht veränderte Version ihres Hits »Ich liebe das Leben«. Die Feier wird über Lautsprecher nach draußen übertragen. Westerwelle soll nach der Trauerfeier auf dem Kölner Melatenfriedhof beigesetzt werden. Der frühere Außenminister war am 18. März im Alter von 54 Jahren in Köln gestorben. 2014 war bei ihm Leukämie festgestellt worden.